Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Tagesenergiebotschaft. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sabrina und ich freue mich gar sehr, dass du deinen Weg hier gefunden hast. Und auch ein herzliches Hallo an alle, die schon lange dabei sind. Ja, also heute am Sonntag, den 2.9. Ein Sonntag. Da denke ich mir, wir nehmen mal eine Botschaft aus dem Einhorn-Orakel. Wie immer sind alle Kartensets unten verlinkt. Ja, falls du wissen möchtest, welche Karten ich benutze, findest du unterhalb des Videos einen Link dazu. Wir haben hier die Karte des Heilers. Du hast die Kraft, anderen zu helfen und sie zu heilen. Gut, dazu hätte ich dann ganz gerne auch aus dem Heilorakel noch eine Karte. Ups, ich glaube, es sind zwei. Ja. Also, wir haben hier das Gotteskästchen. Das ist einmal diese Karte. Und das Kehlchakra. Die Engel helfen dir, auf liebevolle Weise deine Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Und bei dem Gotteskästchen geht es darum, alle Sorgen, Ängste und Wünsche loszulassen, indem man sich ihnen bewusst wird und sie dann auf ein Zettelchen schreibt und sie dann in ein Kästchen tut oder in eine Schachtel oder einen Karton und sie damit einfach wirklich dem Universum übergibt. Genau. Ich weiß auch nicht, heute Morgen habe ich irgendwie ein bisschen Knoten in der Zunge. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Also, Heiler. Genau, vielleicht ist es heute wirklich heilsam, wenn du auf liebevolle Weise lernst, entweder anderen Leuten deine Ängste, Sorgen und Nöte mitzuteilen oder wenn du wirklich mit dir selber vernünftig sprichst, in Anführungszeichen, und dir bewusst machst, was du noch loslassen kannst, was dich hier gerade noch zu sehr belastet. Und was dich eventuell auch davon abhält, in die eigene Heilung zu gehen. Denn die Karte des Heilers hat für mich auch etwas von dem Archetypen des verwundeten Heilers. Und der verwundete Heiler hat halt aus seinen eigenen Erfahrungen gelernt. Und vielleicht ist es gerade ein zwieschneidiges Schwert. Vielleicht hast du schon Fähigkeiten, anderen Leuten mit deiner Weisheit oder auch mit deiner Energie zu helfen. Aber du bist noch nicht so weit, das wirklich konstant zu machen, weil du dich selber noch zu Ende heilen darfst, bevor du das tust. So, wir haben hier die drei der Stäbe. Dann, huch, nein, das sind viel zu viele. Die neun der Kelche. Ja, also wirklich, dass du anfängst, wirklich auch leidenschaftlich deine eigenen Gefühle zu ergründen. Die Neun der Kelche, es spricht auch immer von Gemütsruhe oder von Gelassenheit, von dem Wissen darum, dass du gesättigt bist. Und da darfst du wirklich lernen, dich von allem zu lösen, was dich hier runterzieht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, energetisch. Genau. Hier darf sich nämlich eine List darf hier gehen oder ein Betrug darf hier auffliegen. Wenn du dir selber etwas vorgemacht hast, was deine Gemütslage angeht, so ist es heute vielleicht der richtige Zeitpunkt, nochmal zu reflektieren, ob du nicht eventuell etwas verdrängt hast, was aber notwendig wäre. Dann haben wir hier den König der Kelche, den Ritter der Kelche, die Königin der Stäbe und die Acht der Kelche. Also, ja, genau. Liebevolle Weise. Wir sehen hier, ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Der Kelchritter kommt mit einem Angebot auf Gefühlsebene auf diese starke Frau zu, auf die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe allerdings ist von dem Herrn abgewandt und schaut auf diese acht Kelche, und zwar auf das, was man hinter sich lassen muss. Also es könnte sein für den einen oder anderen, dass hier am Sonntag vielleicht jemand versucht, mit dir in Kontakt zu treten oder dir ein Angebot zu machen oder dich einzuladen oder so. Aber vielleicht bist du noch nicht so weit. Vielleicht musst du hier auf liebevolle Weise noch deine Wahrheit zum Ausdruck bringen und sagen, ich finde dich ganz nett, aber ich bin noch nicht so weit. Oder halt auch zum Ausdruck zu bringen, nein, tut mir leid, das ist hier nichts für mich, was du mir hier anbietest. Auch das könnte sein. Aber was ich interessant finde, ist halt, dass wir hier diese Konstruktion haben zwischen den neun der Kelchen und den acht der Kelchen. Und das ist in diesem Falle kein Rückschritt,
sondern wir sehen, wir haben hier 9 Kelche. Das ist diese Stabilität, in der du heilen kannst, in der du ganz werden kannst, in der du mit deinen 3 Stäben der Leidenschaft wirklich für dich selber herausfindest, wie du noch zu heilen hast. Und dann wird hier vielleicht dieser eine Kelch entwendet, um ihn dir anzubieten. Also etwas von dieser Ruhe, die in dir schlummert, soll dir vielleicht jetzt nochmal vor Augen geführt werden. Vielleicht ist es auch ein negatives Gefühl, was hier mit Ängsten und Sorgen zu tun hat. Und dieser Kelchritter versucht, den Ausgleich zu schaffen. Wenn die Königin noch bei den 8 Kelchen stecken geblieben ist und hier sagt, fuck that shit, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich muss das hier verlassen, diese Situation, dann kann es sein, dass er diesen Kelch noch hinzufügt, sodass wir wieder zu den 9 der Kelchen kommen. Da musst du wirklich in dich hineinspüren und das ist so individuell, wir sind hier ein großes Kollektiv. Spür wirklich in dich hinein, ob hier gerade etwas in den Verlust gehen darf, was deine Seelenruhe stört, oder ob vielleicht auch ein Problem, eine Sorge oder ein verkrampftes Denken hier rausgehen darf, sodass du wieder bereit bist, von jemand anderen auf Gefühlsebene berührt zu werden und hier Abstand von all dem zu nehmen, was dir in der Vergangenheit nicht zuträglich war, sodass du wieder zurückkehren kannst zu einem Zustand, der wirklich von Erfüllung und Ruhe und Frieden auf Gefühlsebene spricht. Ja, und ansonsten wünsche ich dir natürlich noch einen wunderschönen Sonntag. Gehab dich wohl und dann hören wir uns morgen früh wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.